So, und jetzt geht's weiter bei The Amazing Spider-Man 2. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben. Ja, doch im Comic-Laden, wenn ich das so sehe. Ich kann hier mal ein bisschen so durch die Hinweise switchen, aber die sehe ich schwer nur durch mein Mikrofon und so. Peter? Hey So, das Stan, hatten wir schon. willkommen zurück, Comicfreund. Mann, Das möchte ich ich hab gerne noch dich hier sehen. nicht mehr gesehen seit. Ich kann's. So. Das hatten wir, glaube ich, auch schon alles. Ja. Jetzt müssen wir uns das echt nochmal antun? Naja, okay. Hat jetzt hier keine Stunden gedauert, von daher geht's noch. Nehmen wir, kann ich mir mal mein Auge kratzen. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr extrem durch meinen doofen Sessel, den ich habe. Ja, ich habe keinen PC-Stuhl, ich habe nur einen bescheuerten Sessel. Ich möchte mir gern einen PC-Stuhl holen, doch der, den ich haben möchte, der ist teuer. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Was habe ich denn jetzt hier? Achso, das, was ich hier beim letzten Mal auch eingesammelt habe. Poster So ansehen. sehen wir uns wieder, alter Feind. So. Er sagt nichts. Gut, verlassen wir einfach den Laden und fertig ist. Comic-Laden verlassen. Ja, das wollen wir. Jetzt sind wir schon in den nächsten Ladebildschirm. Das heißt, oh, so ziemlich die erste Minute ist vergangen. Ein bisschen mehr, glaube ich, anderthalb. Ich kann das nicht so genau sehen, wie mein. Weil ich die Aufnahme schon vorher mal laufen lassen, bevor ich dann nochmal aufnehme. Zwecks Rauschentfernung und den ganzen Quatsch. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist in anderthalb Minuten nichts passiert. Und wir haben schon den zweiten Ladebildschirm. Mir fällt gerade auf, wenn ich auf meinen Monitor gucke, dann sehe ich sogar manchmal, was da steht. Also, ich hatte eine Pizza Salami bestellt. Okay. Und warum kommt ihr denn bitte mit Pilzen? Ach, ich so, alles klar. Und sie so, ja, wirklich, echt? Hier ist Carradine, was brauchst du? Feuerkraft, Mann. Das wird immer übler da draußen, du weißt ja, wie das läuft. Wir brauchen dicke Wummen und du bist angeblich der richtige Mann dafür. Gasse hinter Nuno's Bar, 2 Stunden. Okay. Netzboost. Durch die Stärkung des Klammermechanismus des Netzdüsen kann Spider-Man mehr Kraft auf das Netz ausüben. Und so schneller und höher schwingen. Aha. Ach so. Kann ich mir gleich das nächste Upgrade holen. Spider-Man konnte die Netzformel für die Stärke seines Netzes verbessern, damit auch den Netzschonboost noch stärker und schneller machen. Okay, kaufen wir uns mal. Entschuldigung, da musste ich mich kurz räuspern. Ich hoffe, das hat noch nicht zu sehr extrem. So. Das lassen Mein wir. Leben ist so schräg. Ja. Ich muss jetzt erstmal, Entschuldigung, ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. Ja, das war schlecht. Aber ich wäre ein schlechter Spider-Man, wie man sehen kann. So, Wandlauf, das ist zwar. Hey. Ah, nun klappt es doch so einigermaßen. Spider-Man 2, den ich für den GameCube hatte. Da war das alles noch irgendwie leichter. Was ist das? Naja. War jetzt nicht so schlecht, hat funktioniert. So, irgendwie müsste ich da jetzt hochkommen. Eigentlich sollte das viel eleganter und cooler wirken, aber sollte wohl nicht so sein. Auch immer er sich jetzt hingezogen hat. So, jetzt immer an Ort und Stelle. Was, du zählst es? Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist das? Halt! Komm!
Komm schon! Zur Seite! Oh Mann! Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Warum springst du nicht direkt hinterher? Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Ja. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst okay. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen anscheinend Quick-Time-Action machen. Ich weiß, Onkel Ben. Die Geisel geht vor. Ja. Ach so, dann hätte ich vielleicht drei drücken müssen. Oder so. So, und jetzt probieren wir den ganzen Spaß nochmal. Ich drücke mir jetzt hier ein bisschen schneller auf die Ecke. Ich hoffe, dass, ja, das wird man im Video durch mein Mikrofon hören. So. Ah, da stand L1. Das habe ich natürlich zu spät gesehen. Was soll ich denn jetzt tun? Da habe ich doch L1 gedrückt. Das war sehr schlecht. Das war so nicht geplant. Aber wir kommen da recht schnell ran. Oder wir kommen auch gar nicht mehr schnell ran und haben die Mission eventuell verloren. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich hier wirklich ernsthaft tun soll. Ach so. Jetzt mal ganz schnell drücken. Jetzt bin ich echt runtergefallen und hab's nicht geschafft. Das ist doof. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn ich das noch geschafft hätte, so auf den letzten paar Sekunden. Aber okay, dann nicht. Dann probieren wir es nochmal. So lange kann ich mir erstmal meine Augenbraue kratzen. Das ist doof. Ja. Die Ladebildschirme, die nerven mich so ein bisschen, aber auch nur, weil die so leicht lang sind. Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. So, jetzt haben wir das schon mal. Okay. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt mal, sonst stopp ich's dir! Stopp dir das Maul, verdammt! Ich schwöre, ich bring euch beide um! Ich weiß, Onkel Ben. Die Geisel geht vor. Ach so, ich kann sogar die. Also, ja, okay, wir sehen es ja gerade, dass ich die Geisel zuerst hier auch. Vielleicht sollte ich auch hingucken auf dem Bildschirm, was passiert. Komm, wir holen jetzt erstmal den Typen hier raus. Ja, das ist viel angenehmer, wenn wir erst den weg haben. Weil dann kann der Typ da vorne nämlich nicht mehr so viel machen. Und tschüss. So, und jetzt können wir die hier noch schnell auf die gleiche Art und Weise retten. Und dann dürfte das Geschehen auch schon vorbei sein. Sag ich ja. Das ging viel schneller und wir haben uns da gerade so ein bisschen abgequält. Alles gut. Nur aufgewühlt. Holt dir den Irren. Keine Geiseln mehr, Carradine. Nur noch wir beide. Ich verspreche es, Onkel Ben. Diesmal kommt er nicht davon. Okay. Ups, voll gegen der Wand. Nicht weit gekommen sein. Mein Gott. Notrufzentrale, wie kann ich helfen? Ich muss eine Leiche melden. Ja, das mache ich so auch immer. Ganz easy so. Das gehört in einen Rahmen.
wenn ich entdeckt werde, wird es hässlich. Ich muss schneller werden. Also ich wusste gar nicht, dass der nicht durch Spider-Man gestorben ist, dachte ich eigentlich. Haben wir jetzt eine E-Mail? Was ist das? Audioaufzeichnung, okay. Tante May wird das früher oder später erfahren. Ich will nicht, dass sie alleine ist, wenn es dazu kommt. Ich würde gern trotzdem gehen. Achso, nee. Das war das gut gemacht und das hier. Ich verstehe schon, Doc. Ich weiß, wie das läuft. Ich erziehe ihn, dass mich meine Eltern geschlagen und auf den Kopf geworfen haben. Schreckliche Kindheit. Klar, sowas gab es auch. Mein Vater hat mich bewusstlos geschlagen. Meine Mutter hat gesoffen. Aber das machen viele durch und enden trotzdem nicht wie ich. Ich sag ihnen, wie es wirklich war. Als Kind habe ich die Wahrheit gesehen. Das Leben bedeutet gar nichts. Nur der Tod zählt. Okay. Er steht da nicht. Was ist das da? Das ist so ein speziell. Ich muss einen anderen Weg finden. Muss ich den jetzt hier ganz meinen oder? Kanalisation oder? Naja, okay. Können wir noch eine Nebenmission machen oder so? Das wäre nicht schlecht. Oder zumindest hier noch ein. Ach so. Der Netzboost klappt nur, wenn ich beide Tasten beim Schwingen drücke. Oh, ich glaube, das stand früher oder später auch mal da. So. Ich glaube, da hinten. Da ist ein Comic. Was tust du hier, Spider-Man? Ich habe Tante May versprochen, dass ich bald zurück bin. Ich sollte mich beeilen. Ja, das ist schön, aber das wollte ich was eigentlich. Ist schlimmer, ein Bauarbeiter dekolletiert oder sich den Anzug aus der Poritze ziehen zu müssen. Ist beides nicht schön. Also ich möchte eigentlich noch diesen Part hier, keine Ahnung, was anderes machen. Ich möchte jetzt nicht direkt zu Tante May gehen. Weil der Part soll nicht mehr so lange werden und ich möchte noch einen im Anschluss aufnehmen. Ergo gehen wir im nächsten Part zu Tante May. Das sind wir. Hier war doch gerade irgendwo noch eine Comic-Seite. Wir sind abgestürzt. Egal. Gehen wir mal gucken, was das da hinten ist. Schön. Habt ihr das gehört? Spider-Man hat sein Leben gerettet. Ach, das ist wahrscheinlich wieder der Comicladen. Nee, da will ich ja jetzt gar nicht so spontan rein. Ist langweilig da. So. Warum hat das gerade geleuchtet? Ich dachte erst, hier wäre ein Comic. Aber. Anscheinend. Warum dürfen gute Kerle keine Lakaien haben? Es ist nichts Schlechtes an Lakaien und ich könnte jede Hilfe gebrauchen. Ja gut, in deinem Universum gibt es aber eigentlich genug Leute, die wir unterstützen können. So Iron Man, die Fantastischen Vier, die X-Men und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du da wirklich einen Lakaien brauchst. Was wäre... Oh, den konnten wir wirklich so einsammeln. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Obwohl wir es vorhin schon mal gemacht haben. Da ist so eine rote Welle. Warum ist hier so eine rote Welle? Ich war schon länger nicht mehr bei Tante May. Ja. Ich sollte mal bei ihr vorbeischwingen. Gut, gut. Komm, wir landen jetzt hier auf dem Haus, Spider-Man. So. Drücken den Pause-Button und das war's. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Spider-Man dabei seid. Bis dahin.